Der Weg zur Siegesfeier ist für ihn nichts Neues. Zum zweiten Mal in Folge gewinnt der Vietnames Liam Quang Le das Grossmeisterturnier am Bieler Schachfestival und er steigt auf der Weltrangliste auf Platz 16. Der Sieg bedeutet für ihn viel. It is one of my best achievements and it means a lot. Das ist eine von meiner besten Leistungen und es bedeutet mir viel, das namhafte Event zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Ich hatte auch eine lange Pause vom klassischen Schach. Mein letztes klassisches Turnier war im 2022 hier zu Biel. Wieder hier zurückzukommen, zu gewinnen und dabei auf den höchsten Weltrang zu steigen, den ich je geschafft habe, das bedeutet mir wirklich viel. This level I have ever been, that really is very meaningful to me. Dass er eine Pause bei den klassischen Schachturnieren gemacht hat, liegt an seinem zeitintensiven Job. Er unterrichtet in Amerika andere Schachgrossmeister. Auch der gestrige letzte Tag des Grossmeister-Triathlon verlangt den Schachprofis nochmal alles ab. Für den 18-jährigen Vincent Keimer ist der Sieg an seiner vierten Teilnahme am Bieler Turnier zum Greifen nahe. Er verliert aber das letzte Spiel und somit gibt es für ihn den zweiten Platz. Es gehört beim Schach dazu, dass man auch Partien verliert. Natürlich ist es vielleicht noch ein bisschen ärgerlicher, wenn man dadurch den Turniersieg verliert, aber gut, ich muss sozusagen weiter gucken. Insgesamt war es trotzdem für mich ein gutes Turnier und die nächsten Turniere stehen an und da liegt dann jetzt der Fokus drauf. Noch nie ist das Niveau so hoch am internationalen Schachfestival zu Biel wie an der 56. Ausgabe. Die 8 Grossmeister mussten um jeden Punkt hart kämpfen. Ich finde, man hat auch wirklich gemerkt, dass man hier, also man hat eigentlich keine Partie gewonnen, ohne wirklich richtig dafür zu arbeiten, was eigentlich auch noch halbwegs normal auf dem Niveau ist, aber dennoch auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich gemerkt habe, dass es viel stärker war als die letzten Jahre, aber in jedem Fall ein sehr, sehr starkes Event. Ja. The main challenge. Ich würde sagen, die grösste Herausforderung ist, deine beste Form zu finden und Ideen zu finden, die deine Stärken zuspielen und die Schwächen der Gegner. Play to your strengths and your opponent's weaknesses. Für den Liam Quang Le und den Vincent Keimer sowie für die anderen Grossmeister an diesem Turnier geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche startet nämlich das Aserbaidschan der World Chess Cup, wo Teil der Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist.